Martin Gropiusbau. Von Kaiser Wilhelm I. in Auftrag gegeben, um seine Kunsthandwerkssammlung aufzubewahren und den Ruf Berlins als Kunstmetropole zu festigen, errichteten Martin Gropius und sein Kompagnon Heino Schmieden ein Gebäude im klassischen italienischen Renaissance-Stil. Zur feierlichen Eröffnung im Jahre 1881 präsentierte das Kunstgewerbemuseum erstmalig in Deutschland für ganze 5 Jahre den Schatz des Priamos, welchen Heinrich Schliemann während seiner Grabungen in und um Troja fand. Nach dem Ersten Weltkrieg beherbergte es das Museum für Vor- und Frühgeschichte und die ostasiatische Kunstsammlung. Im Zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört, fristete es bis Mitte der 60er Jahre im Schatten der Mauer ein trauriges und vergessenes Dasein, bis 1978 nach intensiven Bemühungen durch den Großneffen Walter Gropius mit dem Wiederaufbau begonnen wurde. Bis 1981 wurde das Gebäude dann als Martin-Gropius-Bau mit einer Karl-Friedrich-Schinkel-Ausstellung dem Berliner Publikum übergeben. Seither fungiert es als eines der wichtigsten Ausstellungshäuser der Stadt. Thank you.